Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Mond-Pluto-Konjunktion, zu der kommen wir gleich. Zuerst wollte ich noch besprechen, es gibt eine Verbindung zwischen Mars und Saturn, nämlich über einen Spiegelpunkt Sonne. Sonne als Herrscherin des vierten Hauses steht für die Bevölkerung. Zunächst einmal steht der Mars, aber auch der Saturn für Übeltäter. Mars ist der kleine Übeltäter, Saturn gilt als der große Übeltäter. Und wie zwischen den Schraubbacken dieser zwei Übeltäter ist die Bevölkerung im 11. Haus eingespannt, eingeklemmt, eingepresst, eingezwungen. Und so würde ich diesen Aspekt auch auflösen. Der Mars steht für das 12. Haus, die Lüge, aber auch für den eingeschlossenen Herrscher des 6. Hauses. Das sind die Gesundheitsmaßnahmen und natürlich auch der millionenfache Verlust von Arbeitsplätzen, gar keine Frage. Das ist der Mars am Aszendenten. Das heißt, hier wird die Lüge und die Machenschaften bezüglich Gesundheitsmaßnahmen aufgedeckt. Das kommt jetzt ans Tageslicht. Gleichzeitig ist der Saturn der Herrscher des 8. Hauses und des 9. Hauses. Das heißt, hier würde ich sagen, dass die Bevölkerung auf der einen Seite leidet wegen Gesundheitsmaßnahmen und wegen der unfassbaren Lüge. Ja? Also da kann ich nur diese Karte hernehmen, weil das steckt hinter der 15. Ja? Und ich sehe in Saturn Untergang, Transformation, auch Machtausübung, weil es mit dem 10. Haus hier zusammenhängt, und auch Gesetze. Das heißt, hier wurden Gesetze, Verordnungen erlassen, zum Nachteil der Volksgenossen, weil Volksgenossinnen müssen gehorchen. Die Demokratie ist beendet. Ja, das wissen wir, was hier läuft. Ich darf es nicht sagen, das könnt ihr aber auf anderen Kanälen etc. lesen. Wozu wiederholen, wenn ihr ohnehin wisst, was hier läuft. Mal sehen, wie viele Stunden dieser Teil überprüft wird. Oder vielleicht gesperrt wird, ich weiß es nicht. In den letzten Tagen sind die Überprüfungen auf YouTube heftig, sehr heftig. Wir haben insgesamt in diesem Horoskop 5 Halbsummen. Wir haben eine Halbsumme zwischen Venus, Jupiter, Neptun. Wir haben eine Halbsumme zwischen Mond, Neptun, Jupiter und daher auch, weil sie Konjunktion bilden, Pluto, Neptun und Jupiter. Weiters haben wir eine Halbsumme, wie zu Beginn gesprochen, zwischen Mars, Saturn und Sonne, aber auch zwischen Aszendent Saturn und Sonne. Und diese Halbsumme zwischen Aszendent Saturn und Sonne, natürlich habe ich alle nachgelesen, ist meines Erachtens die spannendste. Schauen wir hier gleich nach. Ich müsste sie nur finden. Da ist sie. Und zwar Reinhold Ebertin, KDG, Kombination der Gestirnseinflüsse, schreibt hier unter Saturn Aszendent, gehemmte Persönlichkeit, gehemmt bedrückt fühlen, unter kleinlichen oder ärmlichen Verhältnissen leiden, sich nicht entfalten können. Na, das passt schon mal sehr gut. Und die Sonne, die, wie wir wissen, für die Bevölkerung steht, köstlich, was hier steht, Mangel an Bewegungsfreiheit, schwierige Lebensumstände, unter der Umwelt leiden, krank werden, sich trennen. Also spannend, dass die Bevölkerung unter den Gesundheitsmaßnahmen krank wird. Weiter zum vierten Teil. Ende.